Hallo Leute, ein neues Kobi-Set und zwar den Wartburg 353 an der Tourist-Version, das heißt sozusagen in der Kombi-Version. Und wir hatten den Wartburg ja schon in einer normalen Version und ich weiß gar nicht, wo ich den stehen habe. Zeige ich vielleicht gleich mal beim nächsten Mal beim Schnitt. Und jetzt eben in der Kombi-Version. Und dann haben wir noch beim letzten Kauf bei Superbricks, wo ich den gekauft habe, zwei Tüten geschenkt bekommen mit Kobi-Figuren. Also auch von denen gibt es diese kleinen Tüten wie bei Lego mit Figuren drin. Action Town, eine Figur mit Accessoires. Ja, da gucken wir uns erstes mal rein, was da drin ist. Und jetzt gucken wir uns aber einmal den Kasten an. 77 Steine, Nummer ist 24543A, Youngtimer Edition. Wie immer bei diesen Dingern. Und 1:35 mit einem Schildchen davor wieder, dass man es hinstellen kann. Hier an der Seite haben wir wieder nur das CE-Zeichen und so weiter drauf. Auf der Rückseite ein paar Informationen zum Auto. 66 bis 88 in Ostdeutschland produziert. 130 Stundenkilometer Maximalgeschwindigkeit. Gewicht 960 Kilogramm. 45 Pferdestärken Maschine und von 1969 an 50 Pferdestärken. Dann 992 Kubikzentimeter Hubraum und 5 Sitze. Natürlich in der DDR entstanden hier noch die Fahne der DDR. Und hier haben wir die Größe, 12 cm lang, 5,5 cm breit und 4,5 cm hoch. Hier sind nur weitere Informationen und das war's im Grunde genommen. So, dann würde ich jetzt einmal unterbrechen, bevor wir die Tüten aufmachen und danach den Kasten und hole nochmal den anderen Wartburg kurz runter. Und dann bis gleich. So, und da ist er. Machen wir nachher, ich lasse ihn hier stehen, mal dann Vergleich zwischen den beiden. Link findet ihr zu ihm hier oben, packe ich euch rein. Und dann würde ich einfach mal sagen, stelle ihn einmal dahin, mit dem Schildchen davor und nehmen uns erstmal einmal die Tütchen vor hier. Ich weiß ja, die meisten finden die Figuren von Kobi ja total hässlich. Also, ich weiß es gar nicht. So schlimm finde ich sie inzwischen nicht mehr. Und man darf natürlich eins nicht vergessen. Kobi hat eigene Figuren gemacht. Klar, die von Tsingbao, die neuen, die sehen Lego unheimlich ähnlich. Und dadurch sind sie natürlich mehr akzeptiert. Hab da aber auch jetzt schon schlechte Qualitäten gehabt, dass die Hand abfiel und so weiter und so fort. Da muss Tsingbao auf jeden Fall auch noch nachbessern. Aber auch Kobi hat eben eigene Figuren. Und wenn sich natürlich alle immer nur beschweren über Figuren von anderen Herstellern, dass sie Mist sind, dann weiß ich nicht, ob die anderen Hersteller dann wirklich irgendwie Bemühungen machen, da mal was zu machen. Und das ist ja auch die einzige Chance, auf den Markt in Europa zu kommen mit anderen Figuren. Aber gucken wir einfach mal rein hier. Man ist natürlich an die Lego-Figuren gewöhnt, klar. Ne? Über zig Jahrzehnte kannte man nur diese Figuren. Und dann kommt jetzt auch einmal was anderes, dass das irgendwie erstmal gewöhnungsbedürftig ist, ist klar. So, das erste scheint eine Frau zu sein. Die Frauen sind anscheinend wirklich, nachdem ich das auch jetzt beim Krankenwagen, ich weiß nicht, ob der jetzt schon online ist, aber da ist auch eine Frau drauf. Die sehen total anders aus wie die Männer, aber das seht ihr gleich, wenn wir die nebeneinander stellen. Und wenn ich das so richtig sehe, eine Katze ist nicht dabei. Haben wir sie hier, die mit dem Pokal, also eine Reiterin, Nummer 5. Und ja, also sie ist soweit hier zusammengesetzt. Druck und alles ist immer super. So rum gehört das. Aber die haben irgendwie, sind sehr dünne Beine, sehr dünne Arme, die Frauen bei Kobi. Haben große Füße, damit sie überhaupt noch Noppen unter haben. Wenn ihr das seht. Also schon etwas unförmig und so, ja, vom Körperbau so ein bisschen magersüchtig, würde ich mal sagen. Köpfe sehr, sehr klein. Ich sehe gerade, dass mein Akku leer geht. Ich muss aber den Akku tauschen. So, also wie waren wir mit den Köpfen? Köpfe sehr klein. Machen wir hier mal den Vergleich. Das ist der Mannkopf, das ist der Frau weibliche Kopf. Ich zoome mal ein bisschen ran. Das ist ja viel zu klein. So, also da ist ein Riesenunterschied zwischen den Köpfen. Bei Lego ist es ja eigentlich immer die gleiche Form. Dann hat der Mann eine Noppe auf dem Kopf, die Frau hat ein Loch im Kopf.
Okay, genau. Und dann gehen wir nochmal auf den Körper ein. Na, also das ist so der typische Körper vom Mann und das ist der von der Frau. Also wirklich ein Riesenunterschied bei Kobi zwischen Männlein und Weiblein, wenn man das so sieht. Und das finde ich schon extrem, also diese riesen Füße. Also Beine und Arme sind ein bisschen zu dünn gemacht, also allgemein. Also man hätte das ruhig ein bisschen dicker machen können. Ich meine, was soll das für ein Vorbild abgeben? Aber gut, bauen wir sie einfach mal zusammen. So, da haben wir dann hier einmal... ich muss wieder rauszoomen. So, okay. Haben wir hier den Kopf einmal drauf. Okay. Mhm. Dann, die Frisur ist natürlich dann auch nicht kompatibel mit Lego, weil die ja das Loch auffüllen muss. Dann hat sie hier so einen Pokal. Also man sieht auch, dass sie... und hier so eine Reiterpeitsche oder Gerte, wie nennt man die? Und dann kann sie einmal, machen wir sie einmal hier drauf. Genau, also auf die Loppen passt das durch die großen Füße. So sieht sie dann einmal aus mit ihrer Frisur an. Die Qualität ist eigentlich immer gut. Nur über das Aussehen kann man natürlich streiten. Aber das dazu das, was ich am Anfang gesagt habe. Und dann hat sie als zweites Accessoire noch den Hut. Dann hat sie sozusagen ihren Reiterhut auf. Und dann ist das die Figur Nummer 1. Die zweite Figur, also das ist ja das gleiche. Das dürfte der Farmer sein, so wie ich das sehe. Und den bauen wir jetzt auch nochmal zusammen. Okay. Das ist... Wasserpumpen-Ding. Da kommt das rein. Die kommt dann, wenn ich das auf der Beschreibung sehe, da drauf. Und dann haben wir hier irgendwie, ja, so Kornähren. Aber er soll da ja eigentlich auch nochmal drauf. Passen die nicht? Ach, guckt euch das an. Die haben gar keine Noppe unter. Kann man entweder so hinstellen oder dazwischen klemmen, aber nicht auf eine Noppe drauf. Ah, ja, alles klar. Ich sehe gerade, wir müssen noch sein Bart ansetzen. Sein Bart hätte so einen Mund ausgelassen. Kommt dann so rum, das kennt man ja auch von Lego. Und dann hat er sein Bart und dann kriegt er noch seinen Hut auf, seinen Farmerhut. Und dann sieht er so aus, mit grüner Latzhose. Und steht dann neben seiner... Wasserpumpe mit seinem Getreide Ähren davor und daneben die Reiterin mit ihrer Frisur. Ja, also so schlimm finde ich sie nicht. Aber gut, da bin ich anscheinend der Einzige, der sich schon an die Kobi-Figuren gewöhnt hat. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich schon so viele Kobis jetzt gebaut habe. Gut. Wollen wir einmal gucken, was es noch für Figuren gibt. Den Farmer haben wir. Hier gibt es eine mit Fisch und Katze irgendwie. Ein Arzt, ein Bauarbeiter mit Presslufthammer, die haben wir, ein Feuerwehrmann, dann hier irgendwie ein Mädchen mit einem Kaninchen, ein Junge mit einem Skateboard. Achso, und das sind nur noch weitere Fahrzeuge. Den habe ich bereits gebaut, da kommt der nächste auf den Kanal. Die anderen habe ich noch nicht, so wie ich das sehe. Obwohl, wenn das der Müllwagen, ja, das ist doch der Müllwagen. Den habe ich auch, aber auch noch nicht gebaut. Ein Mega-Firetruck, weiß ich nicht, ich habe einen Feuerwehrtruck, ich weiß nicht genau, ob der das ist, könnte sein. Werdet auf jeden Fall demnächst ein paar Sachen auf meinem Kanal auch dazu finden. Gut, dann haben wir die Tüten erledigt, dann würde ich die beiden mal zur Seite schieben und dann kümmern wir uns um das eigentliche Thema, den Wartburg Tourist. Da versuchen wir jetzt einmal wieder den Kasten aufzumachen. So, mich interessiert das ja nicht, wie kaputt die sind, weil ich werfe sowieso alle Kästen weg. Das stört mich wie wahnsinnig, diese scheiß Pappe. Was ich da alles in Pappcontainer fahre, das ist Wahnsinn. Das muss echt nicht sein. Also von mir aus könnten die alle ohne Kästen schicken. Teilweise ist es nicht schlecht wegen den Bildern, dann weiß man, wo die Aufkleber hinkommen. Aber gut, eine Tüte haben wir, noch eine zweite, eine dritte und eine vierte. Ich verteile einmal die Tüten.
baue schon mal so unten die Grundplatte zusammen und dann melde ich mich gleich wieder. So, wir waren ja noch gar nicht auf die Beschreibung eingegangen. Ich habe jetzt schon bis Schritt 4 gebaut. Wie bei Kobi immer, das alte ausgegraut, das neue farblich hervorgehoben. Wir haben jetzt bei diesem Wartburg 21 Bauschritte. Seitennummerierung haben wir immer nicht. Und wir haben hier recht viele Seiten mit Youngtimer Edition Fahrzeugen. Das sind hier der andere Wartburg, den seht ihr da hinten. Den Polizeiwartburg habe ich auch noch. Die beiden habe ich bisher nicht. Den Fiat habe ich auch schon vorgestellt auf meinem Kanal. Habe ich nicht. Kommt, glaube ich, noch. Ja, kommt noch. Habe ich nicht. Das ist cool. Der sieht aus wie ein Oldtimer, so ein bisschen. Die habe ich, den Trabant 601 habe ich schon vorgestellt. Und den Feuerwehrwagen auch, den FSO Pickup auch. Die beiden nicht. Ja, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns das einmal an. Das sind die ersten vier Schritte. Kann man so mal die Größe ein bisschen abschätzen. Das Gelb finde ich eigentlich echt ein kräftiges, schönes Gelb, muss ich sagen. Also wenn man Gelb mag, ist das ein schönes Gelb. Das finde ich auf jeden Fall. Wir haben die beiden Achsen schon angebracht und dann kann man auch schon die Größe so ein bisschen abschätzen. Klar wird nochmal ein bisschen umgebaut und höher und sowas. Aber um erstmal grundsätzlich zu sehen, ist das schon mal gar nicht schlecht. Dann würde ich jetzt einfach die nächsten Schritte bauen und dann melde ich mich wieder. So, wir haben bis Schritt 7 weiter gebaut. Da haben wir jetzt die vier Kotflügel angebracht. Und ansonsten ist das wieder mal Platte auf Platte. Richtig schön voll, stabil, da kann man schon wieder biegen, da passiert gar nichts mehr. Lässt sich wie immer gut bauen. Und ja, wie gesagt, Gelb gefällt mir gut. Und letztens hat übrigens hier, ich habe den Krankenwagen ja erwähnt, den hat der Dadoschen auch gebaut. Der kommt bei mir auf dem Kanal demnächst, aber ich, weil er ihn gerade vorgestellt hat, halte ich das Video dann noch ein bisschen zurück. Dann mache ich erstmal ein paar andere Sachen. Aber wenn euch der jetzt schon interessiert, dann geht gerne bei der Dadoschen auf den Kanal. Kanallink findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann mache ich jetzt einfach mal weiter. So, bis Schritt 10 habe ich gebaut. Wir haben einfach weiter hochgebaut. Vorne und hinten so eine Bausteinumkehrer, also Baurichtungsumkehrer angebracht. Und hier eine Fliese drauf. Und lässt sich wie immer alles super verbauen. Alles gut. Keinerlei Schwierigkeiten. Und ja, sehr viel mehr gibt es eigentlich noch nicht zu sagen. Machen wir also weiter. So, Schritt 13 sind wir gerade dabei. Wir haben bisher hier jetzt noch zwei Fliesen draufgeplackt. Hier ist eine bedruckte Fliese. So, ja, diese Luftgitter. Und hier haben wir eine Außenspiegelfliese rangepackt. Einfach so ein 1x1er mit so einem Spiegel dran. Und das war es im Grunde genommen hier. Ja, diese Rückbelehne noch von der Bank. Jetzt kommen wir im Grunde genommen zum ersten so ein bisschen Formteil. Das ist hier so ein fertig bedrucktes Teil hier mit Namen drauf, mit Kennzeichen, mit Rücklichtern und Ermin lächeln. Okay. Und da kommt jetzt hier die Stoßstange in die beiden Löcher rein. Und dann gehört das auch so rum. Und das ist dann das Heck. Und dann wird das hier mit diesen Dingern einfach hier drauf gesetzt. Und dann ist sozusagen die Rückseite fertig. Und dann geht's weiter. So, in den letzten drei Schritten, Schritt 16 sind wir jetzt, haben wir noch die Front angebracht, die genauso wie die Rückseite angebracht wurde. Zwei Sitze eingebaut und das Steuerrad angebracht. Und ansonsten ist im Grunde genommen nichts passiert. So sieht er jetzt von vorne aus. Und von hinten. Und von oben. Und dann machen wir jetzt weiter. So, und vorletzter Schritt haben wir jetzt hier das Dach fertig gemacht. Wir haben vorne die Scheibe mit Scheibenwischern. Qualität der Scheiben ist super, auch wenn sie zusammen mit den anderen in die Tüte waren. Das kriegt Kobi echt hin. Hier einmal rundherum, hier aufgedruckt auf die Scheibe so ein Luftgitter. Hinten nochmal die Rückseite auch der Umrandung aufgedruckt, also keine Aufkleber. Oberseite ist auch aus mehreren Teilen gemacht. Und ja, so sieht er jetzt im Grunde genommen aus. Jetzt fehlen nur noch die vier Räder. Das sind diese hier. Da habe ich schon mal eben die Reifen auf die Felgen gesetzt und dann werden die hier einfach nur, na, einfach nur ist gut, aufgedrückt. Und er ist fertig, rollt. Wir nehmen mal eben die Schüsseln weg. Wir haben hier noch das Schild.
fährt wieder gut. Stellen wir die beiden mal nebeneinander. So sieht es dann aus. Jetzt dann so vom Größenvergleich ungefähr gleich groß. Radstand ist auch dasselbe. Also da ist gar kein Riesenunterschied. Die sind eigentlich genau gleich. Ja, nur dass der eine eben hinten noch das Schrägheck und der andere das gerade. Sonst ist kein Unterschied. Ja, im Grunde genommen war es das. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Würde mich über einen Daumen hoch freuen oder über ein Abo oder auch über einen Kommentar von euch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann und tschüss.